Als Handwerker ist man vielen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Um ihre Mitarbeiter zu entlasten, hat die Flaschnerei Stelzer diverse Strategien für den Arbeitsalltag entwickelt. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter schon rechtzeitig zu informieren über den zeitlichen Ablauf und den technischen Ablauf der Baustellen, dass, wenn kurzfristige Änderungen eintreten, dass sie schon Informationen haben und dann auch sehr flexibel reagieren können. Seit den 1930er Jahren besteht das Familienunternehmen. Peter Stelzer führt seit fast 20 Jahren den Betrieb mit seiner Frau Sibylle. Durch die enge Kommunikation mit den Mitarbeitern konnten in der Vergangenheit schon viele verschiedene Arbeitsprozesse gesundheitlich optimiert werden. Zum Beispiel wurde ein ergonomisch angepasstes Regalsystem entwickelt. Die Idee zu diesem Blechrollenregal ist während unserer Mitarbeiterbesprechung entstanden, wo wir nach einer Lösung gesucht haben, die doch bis zu 150 Kilogramm schweren Blechrollen rückenschonender zu bewegen. Diese Maßnahmen, die führen dazu, dass wir ein gesundes, angenehmes Betriebsklima und ein tolles Miteinander haben. Eine weitere Innovation ist der Handroller, der eine besonders gesundheitsschonende Arbeitsweise ermöglicht. Gesundheitsmanagerin der IKK Klassik, Irene Kellermann, ist immer wieder erstaunt über die innovativen Ideen, die von Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements entwickelt werden. Die Firma Stelzer und auch die ganzen Mitarbeiter sind ja unglaublich kreativ im Erfinden und Überlegen von neuen gesundheitsförderlichen Dingen, die im Betrieb gut tun. Und da unterstützen wir natürlich tatkräftig, wo immer es geht. Peter und Sibylle Stelzer haben ein individuelles Gesundheitskonzept erarbeitet. Es ist eingebettet in einen 5-Jahres-Plan des Unternehmens. Es ist einfach wichtig, dass man ein Ziel hat und dass man dieses Ziel kontinuierlich verfolgt. Wir haben uns schon vor fast 10 Jahren Gedanken gemacht, ob es in der Familie weitergeht oder ob es eventuell anders weitergeht. Und wir haben uns zu dem Weg entschieden, dass ein Mitarbeiter von uns, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, unseren Betrieb in 3 Jahren übernimmt. Dass das Konzept zukunftsweisend ist, wurde in diesem Jahr auch von offizieller Seite honoriert. So hat es die Flaschnerei Stelzer unter die Top 3 Finalisten des Corporate Health Awards 2017 geschafft.